Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt namens Champcraft. Wenn euch das Video gefällt, lasst unbedingt eine positive Bewertung da und damit viel Spaß mit dem Video. Sobald die Reparatur auf meiner Elytra habe, werde ich mal losziehen und für alle Leute aus unserem Team versuchen, Elytras ranzuholen. Das ist nice. Ich habe hier mal so ein Schäfchen. Wo soll ich das hier irgendwo hin parken? Kannst du? Sehr habe ich sie immer umgebracht. Ich hätte auch noch eine Kuh, die man irgendwo parken könnte. So, ich habe hier jetzt einmal überall mehrere Tiere hingepackt. Jetzt haben wir 3 Hühner, 3 Schafe und 3 Kühe. Warum haben wir nur 2 Hühner? Ich hatte die auch schon vermehrt. Wurde eins getötet oder wie? Kann natürlich passiert sein. Ich weiß es nicht. Kriegen irgendwann dann hoffentlich nochmal ein schöneres Gehege als das, was sie jetzt haben. Weil das ist halt nur ein Loch, ne? Also, egal. Ich muss nochmal gucken, wo ich denn dann mein Haus baue. Oder was auch immer ich baue. Das muss ich auch noch überlegen. Nicht so gut vorbereitet, aber egal. Aber ich bin am Überlegen, ob ich irgendwo hier so baue. Weil ich glaube, das ist hier ganz geil, so Richtung Wasser oder so. So, also ich habe jetzt einen Spot gefunden, an dem ich bauen werde. Bei dieser Insel, die schon ganz geil aussieht, würde ich jetzt behaupten. Hier war schon ein bisschen Bäume halb abgebaut. Das habe ich jetzt einmal weggemacht. Hier werde ich bauen, da werde ich vermutlich irgendwie eine Brücke oder so nach da führen. Da bin ich am Überlegen, ob ich auch nochmal irgendwas baue. Aber mal sehen. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was ich baue. Ich hatte überlegt, ob ich ein Hochhaus baue. Das könnte gut passieren. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt mit dem Spot hier eher irgendeine Art von... Ja... Ein Fischerhaus oder was bauen. Irgendwie irgendwas, was so passt. So mit Steg oder so. Ich glaube, das könnte ganz cool aussehen hier am Wasser. Aber erstmal wird es hier vermutlich eh nur so ein provisorisches Lager. Und eigentlich kann ich die Bäume hier auch erstmal alle wegmachen, weil die brauche ich alle nicht. Weil ich hier überall ein Haus hinbauen werde. Ach, was ist das? Also einmal schnell Bäume abbauen. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss that fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time. Ich glaube, ich werde hier diese Kuhle auch entweder wegmachen oder ich nutze sie für irgendwas. Ich glaube, das würde auch cool aussehen, wenn man die da irgendwie so eine Einbuchtung macht. Ne? Dass man da zum Beispiel so ein Schiff oder so baut, so ein Hafen. Das könnte auch cool aussehen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, ich baue eher in einem moderneren Stil. Aber ich weiß es noch nicht sogar. Oder so halbmodern. Ich denke, ich werde hier irgendwo so ein bisschen erhöht bauen, dann so eine Keimauer. Das könnte ganz cool aussehen. Ah, jetzt haben endlich mal genug Leute geschlafen. Ich habe hier mir auch mal ein Schaf eingebaut. Schaf hat ein kleines Gehege. Jetzt müsste ich hier eigentlich noch mehr rüberholen. Oh, hier ist noch ein Baum. Schnell wegmachen. Jetzt sind alle weg. Einmal schnell eine Schere. Dann mache ich mir hier einmal einen Teppich. Dann kann man hier so hochgehen. Und wenn der nochmal snackt und neue Wolle hat, dann mache ich mir nochmal ein gutes altes Bett, damit ich dann auch mal pennen könnte. Hier erstmal schön Startbase hinklatschen. Oh, bitte, bleib auch mal Tag. Das wäre so schön, wenn es Tag bleibt. Das wäre so schön. Aber ich habe die Befürchtung, dass es wie immer gleich aus irgendeinem Grund wieder Nacht wird. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ah, okay. Da wurde schon gesagt, dass die aufhören sollen. Weil es nervt halt schon ganz schön, nur. Oh. Let's go. Yay. Warum habe ich das nicht bekommen?
Ich habe Fury of the Village bekommen. Cool. Ja, ich auch. Na doch, ich war auch drin. Ach so, ich habe schon mal einen Raid gewonnen. Ich habe mich schon gewundert. Fury of the Village. Woo. Yay. Hey. Jetzt erstmal traden. Und jetzt droppen die ein bisschen Stuff, oder? Die Antwort. Könnte passieren. So, ich habe hier jetzt noch mal ein bisschen geterraformt, damit ich hier einen Feld hin machen kann. Und dann werde ich vermutlich da weiterhin Feld auch lassen. Nur halt noch mal ein bisschen schöner gemacht. Dann habe ich hier noch mal ein paar mehr Schafe, die ich eigentlich alle noch mal scheren könnte. Damit ich noch mal ein bisschen mehr Wolle habe. Und ja. Hier packe ich dann irgendwann Hühner rein, wenn ich mal welche habe. Ich habe meine Kisten auch schon ein bisschen sortiert. Ich habe mir hier so einen halbautomatischen Ofen gemacht, dass man einfach oben nicht fertiges Essen reinpacken kann und dann kann ich es hier rausnehmen. Das ist so bisher der Stand. Ich werde vermutlich demnächst auch mal anfangen, dann hier ein bisschen Hafen zu bauen. Also, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich einen riesigen Hafen bauen werde. Und dafür werde ich dann hier erstmal überall so eine Kaimauer bauen, die dann wahrscheinlich irgendwie so aussehen wird. Das ist jetzt erstmal so eine Überlegung, die ich hatte. Bin mir noch nicht 100% sicher. Ich werde dann sehr wahrscheinlich da drauf nochmal so eine Slabs packen. Also dann hier irgendwie so. Das hatte ich überlegt. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich muss ja im Prinzip am Rand auch immer noch mal ein paar Leitern machen, weil das ist am Hafen auch häufiger mal. Hab noch nicht so ein 100% Final Design. Aber auf jeden Fall habe ich da mir überlegt, dass ich was sehr Großes mache. Ich hatte jetzt erstmal angefangen, die Bricks mit Clay zu farmen. Aber das ist sehr aufwendig und ich nehme dann lieber einen Villager Trade, bei dem man für Emeralds Bricks bekommt und dann kann ich die in die Blöcke umwandeln. So, also ich bin gerade noch mal ein bisschen im Nether, um ein wenig bei Piglins zu traden, um Soul Speed zu bekommen. Damit wir zwischen meiner Base und der von Green Duck so einen Speedway mit Soul Soil machen. Ich hatte übrigens auch von Green Duck eine Elytra geschenkt bekommen. Das hatte ich nur leider nicht in der Aufnahme mit drin. Aber daher habe ich jetzt eine Elytra. Und ich habe mir eben auch nochmal mit ein paar Villagern ein paar Dia-Parts ertradet. Und eine Dia-Schaufel habe ich auch von Green Duck bekommen, damit ich Soul Soil farmen kann, was ich eben schon gemacht habe. Dann werde ich jetzt nochmal schnell ein bisschen probieren, hier bei ihm ein bisschen zu farmen. Dafür baue ich dir mal ein hier. Am besten wäre es natürlich, wenn ich beide reinhole. Oh nee, ich will nicht, dass ich ihn schlage. Das wäre schlecht. Da muss ich jetzt ein bisschen drauf achten. Gut, ihn habe ich. Und ihn hier locke ich mit ein bisschen Gold her. Oh, ich fange dann hier jetzt einmal an mit dem Speedway. Dafür mache ich das dann so. Und dann gehe ich hier hin. Achso, ich sollte vielleicht die Trapdoor eher hier ein tiefer machen, weil sonst läuft das immer zu. Das wäre schlecht. So, jetzt sollte... Wow. Leider ist der Server gerade sehr stark am laggen. Keine Ahnung, warum das so ist. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Der ist ja so hart am laggen. Ja, muss eigentlich einen Restart geben. Sehr gut, jetzt wird er mal gerestartet. Dann kann ich da auch vernünftig weitermachen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Nice. Jetzt ist der Server wieder online. Und dann seht ihr jetzt hoffentlich eine Timelapse, wie ich das Ganze mache. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need
need to be strong every breath of, cause I can't move on till I let go. So, also ich habe jetzt den kompletten Gang ausgefüllt mit Wasser. Problem ist nur, dass ich bisher nur Soul Speed habe. Und wenn ich dann versuche, auf die andere Seite zu gehen, dann sterbe ich währenddessen. Was ein wenig problematisch ist. Was auch sehr nervig ist, dass dieser eine Typ durchgehend reinschreibt: Fabric ist die beste Erfindung der Welt. Ja, wir haben es halt irgendwann auch verstanden. Aber egal. Auf jeden Fall brauche ich dann noch Death Rider. Und dann kommt man hier problemlos wahrscheinlich bis zum Ende durch. Hoffe ich zumindest. Ansonsten müssen wir auch nochmal auf den Helm, glaube ich, Aqua Affinity packen, damit wir länger atmen können. Ich glaube, das ist die Verzauberung. Aber ich bin mir unsicher, ob das die ist. Könnte auch eine andere sein, die man braucht. Muss ich nochmal herausfinden. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!